Ja, wenn du wissen möchtest, wie der Spengler hier so ein mega schweres Stuckprofil herstellt, dann dranbleiben. Ja, hast du dir vielleicht schon gedacht, alles fake hier, alles aus Aluminium und super leicht herzustellen, wenn man weiß, wie es geht. Und ja, ein bisschen Zeit braucht man natürlich schon. Und zwar habe ich mir da ein wunderschönes Blech rausgesucht hier, so in Steingrau-Optik. Und ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet an der Maschine, habe schon was einprogrammiert und ich würde sagen, das steigen wir gleich ein. So, also ich habe jetzt hier das Blechprofil mal eingegeben. Ich zeige mal noch, wie ich das Ganze programmiert habe. Ja, so sieht unser Profil aus. Also ich habe das Ganze hier eingegeben in ja, unserer CNC-programmgesteuerten Maschine. Das Ganze sieht jetzt so aus. Man kann jetzt hier praktisch x-beliebige Kantungen angeben. Ist eine ziemlich lange Programmkette geworden. Darum dauert es auch ein bisschen, bis es in das Programm hier reingeladen wird. Und man sieht hier schon einige Programmschritte. Ich weiß nicht, wie viele haben wir jetzt insgesamt? Ich glaube, 40 Programmschritte waren es. Genau. Und wenn man das dann fertig gebogen hat, dann kann man das natürlich auch noch simulieren, wie das Ganze dann gekantet wird. Ist auch eine coole Sache. Also es wird hier praktisch so leicht gebogen immer, 5 Grad abgekantet und dann werden die ganzen Kantungen ergeben dann praktisch die Rundung und schlussendlich hat man dann nachher ein schönes Profil, ein Stuckprofil, vor allem wiederholgenau und da ist eins wie das andere gekantet, wenn man die gleichen Parameter eingestellt lässt und dann kann man nämlich das Profil super toll wiederholgenau auch nachfertigen, wirklich praktische Sache. Das sieht man nochmal vom Ablauf her, wie das dann nachher aussieht beim Kanten. Da sieht man dann, wie so ein Profil dann herzustellen ist. Und das finde ich schon mega cool hier, was so eine Maschine hier leistet und wie die einem ja, ganz neue Möglichkeiten gibt, was man alles aus Blech alles so zaubern kann. Wenn ich alles richtig eingestellt habe, dann müsste das ganz gut klappen. So, Freunde, richtig cool, oder? Also ich finde es mega schick geworden, das Profil. Vor allem durch diese schöne, feine Profilierung hier sieht man die Kantungen kaum noch. Ich habe hier so Abstände gemacht oder einprogrammiert mit 5 mm, dass man praktisch diese Kantungen gar nicht so wahrnimmt. Wenn das jetzt hier weiter weg wäre, dann sieht es aus wie, ja, wie ein Stein. Muss ich hier so schwer heben. Riesig schwerer Steinsims. Nee, alles nur Fake. Genau. Man hat jetzt hier den Vorteil natürlich auf die 3 Meter, dass man sowas tatsächlich biegen kann. Und das ist eine richtig coole Sache, vor allem wenn man sich auch überlegt, geht jetzt hier natürlich in so einen grauen Optik, dann hat es mehr so diesen, ja, diesen Betoncharakter. Wenn man das haben möchte, gibt es aber auch diese Oberfläche mit dem Steingrau in einem sandfarbenen Ton. Dann sieht es natürlich richtig cool aus. Dann hätte das nämlich so eine Art Steinoptik wie aus einem Sandstein gehauen. Und sowas kriegt man natürlich als Sandstein schon hin. Aber das kann man, glaube ich, nicht bezahlen, wie teuer das Ganze wäre, bis man solche Profilierungen dann rausfräst oder rausarbeitet, von dem Steinmetz bearbeiten lässt oder wie auch immer. Das sind ja diese historischen Bauten hier, Kirchtürme und denkmalgeschützte Gebäude. Da sieht man es hin und wieder mal. So hat man natürlich eine Möglichkeit, sowas auch wirklich dauerhaft zu schützen. Wenn sowas in Stuck gemacht wird, also sprich verputzt wird und dann gestrichen wird, dann ist es nur begrenzt haltbar.
weil ja immer wieder Feuchtigkeit sich dann hier oben sammelt und dann hier über die Fassade und über das schöne Stuckprofil laufen würde. Und mit Blech sind wir da absolut wettersicher und haben dann natürlich oben den Simsen angekantet. Hier unten habe ich hier noch so eine kleine Nase angebogen, damit man das auch in ein Brettprofil vielleicht einhängen könnte und irgendein Trägerprofil. Und dann sind wir da absolut safe und absolut wasserdicht, genau. Also so könnte das natürlich aussehen. Ist eine mega coole Sache. Finde ich auch super praktisch, wenn man sowas aus Blech herstellen kann und soll einfach zeigen, was man noch alles Kreatives mit Blech bauen kann. Genau. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren und wir sehen uns schon wieder nächste Woche im nächsten Video. Bis dann, mach's gut.